Unser Universum besteht aus sieben verschiedenen Formen der Materie, die sich gegenseitig von Qualität und Eigenschaften unterscheiden. Dies ist keine Schöpfung des Allerhöchsten und das ist auch nicht ungewöhnlich. Auch die Zahl 7 hat keine mystische Bedeutung, so ist lediglich die Qualitätsstruktur unseres Universums aufgebaut. Es ist kein Zufall, dass sich weißes Licht in 7 Farben zerlegen lässt. Auch Oktaven haben 7 Noten. Das Aufarbeiten von 7 materiellen Körpern, einem physischen Körper und 6 Körpern der Wesenheit, bedeutet nur den Abschluss der evolutionellen Entwicklung auf der Erde und den Anfang der Entwicklung des kosmischen Zyklus. Alle Planeten unseres Universums, auch unserer Erde, sind durch Raumkrümmung entstanden, als Folge des Zusammenfließens der 7 Materien. Der Planet Erde stellt 6 materielle Körper dar. Diese Sphären sind ein Gemeinschaftssystem und können nicht ohne die anderen existieren. Jedes Mal, wenn wir über die Erde reden, dürfen wir nicht vergessen, dass diese nur die sichtbare Spitze des Eisbergs ist. Die 6 Körper der Erde sind wie Matroschkas ineinander geschachtelt. Die Innensphäre, die aus 7 Formen der Materie entwickelt worden ist, ist der physisch dichteste Teil des Planeten. Die Astrophysiker nennen so einen Stoff baryonische Materie. Sie hat 4 Aggregatzustände, fest, flüssig, gasförmig und den Plasmazustand. Die nächste Sphäre besteht aus 6 zusammengeflossenen Formen der Materie. Die Äthersphäre, beim Zusammenfließen von 5 Formen der Materie, die Astralsphäre, beim Zusammenfließen von 4 Formen der Materie, die erste Mentalsphäre, beim Zusammenfließen von 3 Formen der Materie, die zweite Mentalsphäre, beim Zusammenfließen von 2 Formen der Materie, die dritte Mentalsphäre. All diese Sphären sind materiell und unterscheiden sich voneinander nur in Qualität und Quantität des Inhalts. Die für das Auge und moderne Geräte unsichtbaren Sphären der Erde sind nicht aus gewöhnliche Materie geformt, baryonische Materie, sondern bestehen aus der sogenannten dunklen Materie, so wie ca. 90% der Materie unseres Universums. Die dunkle Materie unseres Universums besteht aus 7 Urmaterien, die unterschiedlich in ihrer Qualität und Eigenschaft sind. Beim Zusammenfließen dieser entsteht auch der uns vertraute feste physische Stoff, den wir anfassen können. Die dunkle Materie bildet auch die Grundlage für das Bewusstsein und die Gedanken. Genau aus dieser Materie bestehen die Wesen, Seelen der Menschen und aller Lebewesen. Die Wesenheit, Seele. Jeder lebende Organismus hat eine Seele. Die Wesenheit oder Seele ist das Körpersystem, welches ein lebender Organismus erschaffen hat, um sich dem Umfeld anpassen zu können. Die Wesenheit des Menschen kann 1, 2, 3, 4 und noch mehr Körper haben. All diese Körper zusammen bilden das, was wir Seele oder Wesenheit des Menschen nennen. Solange ein Organismus lebt, sind der physische Körper und die Wesenheit, Seele, eine Einheit. Je geistlicher und sittlicher, in Klammern moralischer, ein Mensch ist, umso mehr Körper entwickelt seine Seele. Minimale Körperzahl, zum Beispiel einen Ätherkörper, haben nur einfache und primitive Organismen. Für unseren Planeten sind maximal 6 Körper notwendig. Erstens Ätherkörper, zweitens Astralkörper, drittens erster mentaler Körper, viertens zweiter mentaler Körper, fünfter dritter mentaler Körper und sechstens vierter mentaler Körper. Genau so ein Körpersystem wird als Wesenheit bezeichnet. Wenn diese aufhört, im physischen Körper tätig zu sein, verlässt sie ihn. Die Wesenheit, die den Körper verlassen hat, ist in der Lage zu denken, zu fühlen und zu handeln. All dies findet außerhalb des physischen Körpers statt. Sei es ein physischer Körper mit einem Zusatzkörper oder Hunderten von Körpern. Das Aussteigen findet immer als System statt, also alle zusammen. Sie teilen sich nie, sie gehören immer zusammen. Der physische Äther, Astral und der erste Mentalkörper bilden das Fundament einer Wesenheit.
Sie sind der lebendige Organismus, die lebende Materie, das Leben. Das Leben hört auf, wenn dieses System zerfällt, und das Leben erscheint, wenn das System entsteht. Einen besonderen Platz in diesem lebendigen System nehmen die Nervenzellen ein, genauer gesagt das Nervenzentrum, das Gehirn. Die dominierende Rolle in diesem Mehrzellorganismus ist den Nervenzellen vorbestimmt. Diese beeinflussen und führen die Funktionen aller anderen Zellarten aus. Teilweise jedes Neuron und das Gehirn insgesamt regulieren jeden beliebigen Mehrzellkörper und die Felder, die sogenannten Psi-Felder, die alle Funktionen des Körpers anführen. Der physische Tod. Nach dem Tode einfacher und primitiver Organismen kommen die Wesenheiten von diesem meistens auf der Ätherebene an. Die Wesenheiten vor allen anderen Organismen kommen abhängig von der evolutionellen Entwicklung jeder Art auf den verschiedenen planetaren Ebenen der Erde an. Zum Beispiel stellen wir uns vor, dass unser Planet so etwas wie ein siebenstöckiges Haus ist, also sieben Etagen besitzt. Auf der ersten Etage im Erdgeschoss leben Menschen, Tiere und Pflanzen, die physische Körper haben. Auf der zweiten Etage leben Wesenheiten, die nur einen Ätherkörper haben. Auf der dritten Etage leben Wesenheiten, die einen Äther- und Astralkörper haben. Auf der vierten Etage leben Wesenheiten, die einen Äther-, Astral- und einen Mentalkörper haben. Auf der fünften Etage leben Wesenheiten, die einen Äther-, Astral- und den ersten und zweiten Mentalkörper haben. Auf der sechsten Etage leben Wesenheiten, die einen Äther-, Astral- und drei Mentalkörper haben. Auf der siebten Etage leben Wesenheiten, die den Äther-, Astral- und alle vier Mentalkörper haben. Zwischen all diesen Etagen kann man sich nur mit einem Aufzug fortbewegen. Nach dem Tod des physischen Körpers fährt die Wesenheit mit dem Aufzug bis zur zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten oder siebten Etage, abhängig von der evolutionellen Entwicklung der Wesenheit. Im Moment des Sterbens fährt die menschliche Wesenheit in einem Tunnel oder Kanal bis zu der Ebene, die ihrer evolutionellen Entwicklung entspricht, und muss dort aussteigen. Dabei bleiben aber noch Fäden vorhanden, mit denen die Wesenheit mit dem verstorbenen Körper in Verbindung bleibt. Ein Faden verbindet die mentalen Körper des Menschen mit dem physischen Körper. Aber je mehr Nervengewebe des Organismus zerfällt, umso schwächer wird auch diese Verbindung. Und nach 9 Tagen befreien sich die Mentalkörper ganz von dem toten physischen Körper. Der Prozess des Zerfalls der Organik geht aber weiter. Und nach 40 Tagen wird die Verbindung vom Astralkörper und dem toten physischen Körper durchbrochen. Erst nach 1 Jahr, nachdem das Knochengewebe vollständig zerfallen ist, also die letzten organischen Verbindungen sich aufgelöst haben, dann und nur dann wird die Verbindung mit dem Ätherkörper durchbrochen. Erst danach ist die Wesenheit von der Gefangenschaft des toten physischen Körpers wirklich befreit. Viele Völker, wie früher so auch heute, verbrennen ihre Verstorbenen. Dieser Brauch ist nicht zufällig entstanden. Er hat eine tiefere Bedeutung. Beim Verbrennen zerfällt die ganze Organik sofort vollständig und die Wesenheit des Verstorbenen befreit sich sofort vom toten Körper und nicht erst nach 1 Jahr. Zitat aus slawisch-arische Veden: Verletzt und vergiftet nicht die heilige Erde eurer Ahnen mit euren toten Körpern, indem ihr euren Nächsten in Erdgruben vergrabt, so wie es die Andersgläubigen tun. Öffnet für eure Toten große Kroden und weite Lodi, in denen ihr all euren Toten im reinen heiligen Feuer verbindet. Was mit unseren Wesenheiten nach dem Tod passiert, haben unsere weisen Vorfahren, die Slawen und Arier, genau gewusst. Vor der Christianisierung von Rus wurden die Menschen entsprechend vedischer Tradition und nach uraltem Wissen beigesetzt. Alle Verstorbenen musste man verbrennen, damit die Seelen mit Hilfe des Feuers sofort aufsteigen konnten. Kroda, Aufstieg zum Rod. Wenn ein Mensch aufgrund einer Gewalttat stirbt, hat seine Wesenheit ihre evolutionelle Entwicklung im physischen Körper noch nicht abgeschlossen. In so einem Todesfall geht die Wesenheit zu wesentlich niedrigeren Ebenen zurück im Vergleich zu einem natürlichen Tod. Beim gewaltvollen Tod ist die Amplitude der Energie des Energieschubs viel geringer
und der Kanal weniger stabil. Wenn ein Mensch Selbstmord begeht, kann die Wesenheit nicht weiter als zur Ätherebene kommen. Sehr oft dienen solche Wesenheiten den ätherischen und astralen Tieren als Nahrung. Nach einem Selbstmord fallen die Wesenheiten oder Seelen aus dem Kreislauf der Wiedergeburt. Sie verbleiben in so etwas wie einem gefrorenen Zustand. In vielen solchen Fällen bleibt die Wesenheit des Verstorbenen neben den lebenden Menschen zurück. Manchmal erscheint sie als Poltergeist, was bis heute für die moderne Wissenschaft ein Rätsel ist. Der Empfang. In jedem lebenden Organismus auf diesem Planeten, in dem Moment, wenn die Eizelle sich mit dem Spermium verschmilzt, entsteht ein Energieschub, der die anderen planetaren Ebenen erreicht, die Äther-, Astral- und Mentalebenen. Je mehr positive Umstände während des Empfangs zusammenfallen, umso höher ist die Amplitude des Energieschubs. In diesem Moment öffnet sich eine verschiedene Anzahl qualitativer Schranken und es entsteht ein Energiekanal, durch den die Wesenheiten der planetaren Äther-, Astral- und Mentalebenen hineingezogen werden. Es entsteht ein Prozess, das Gegenteil des Sterbeprozesses. Und nach dem Empfang der Wesenheit fängt diese an, aus der wachsenden Biomasse einen neuen physischen Körper zu kreieren. Wenn die Eltern während des Empfangs tiefe und starke Gefühle zueinander empfinden, gute Gene besitzen und in diesem Moment nicht mit Alkohol, Tabak oder anderen Drogen vergiftet sind, dann, wenn all diese Tatsachen zusammenkommen, wird die erschaffene Amplitude des Energieschubs erhöht. Wenn der Empfang in einem lasterhaften, ausschweifenden, unmoralischen, sittlich verdorbenen oder unzüchtigen Moment stattfindet, dann wird die Amplitude des Energieschubs, Energieschwingung der Eltern sehr niedrig sein. Die Drogen, Alkohol, Nikotin und anderen Gifte, die dann im Körper vorhanden sind, erschaffen ein weites negatives Energiefeld, das den Energieschub verhindert oder unterdrückt. Wenn die elterlichen Organismen über längeren Zeitraum dem Einfluss dieser Gifte unterworfen gewesen sind, dann ist der Energieschub so niedrig, dass nur die niedere Ätherebene erreicht wird. In so einem Fall wird sich eine Wesenheit mit sehr niedriger evolutioneller Entwicklung inkarnieren. Es besteht auch das Risiko, dass das Kind geistig behindert sein wird. Die Gesundheit des Kindes hängt genauso stark vom ersten Geschlechtspartner der Frau ab, als auch von allen Männern, mit denen diese Frau bis zur Geburt des Kindes geschlafen hat. Das ist die Wissenschaft der Telegonie, welche behauptet, dass auf den Nachwuchs einer Frau alle Geschlechtspartner eine gewisse Auswirkung ausüben und besonders der erste. Genau der erste Geschlechtspartner, der die Frau entjungfert hat und nicht der zukünftige Vater des Kindes, bestimmt den Genpool, der Nachkommenschaft dieser Frau. Wenn eine Frau mit vielen Männern Verbindungen eingegangen ist und wenn die männlichen Spermien oder auch nur Speichel auf beliebigem Wege eingedrungen sind, zum Beispiel reicht ein Kuss auf den Mund völlig aus, kommt es zur Wechselwirkung der männlichen und weiblichen DNS und RNS, was zum genetischen Austausch der vorhandenen Information führt und vererbbare und morphologische Besonderheiten der Frau verändert. Wenn eine Frau eine Verbindung zu einem genetisch ungesunden Mann hatte, zum Beispiel einem Drogenabhängigen, Alkoholiker, Homosexuellen oder einem psychisch kranken Menschen, dann kommt es beim Befruchten der Eizelle, unabhängig vom biologischen Vater und seiner Spermien, zur Entwicklung des Embryos, bei dem alle sexuellen Partner dieser Frau mitgezählt werden müssen. Außer elterlichen bioinformativen Daten als Folgeerscheinung wird das Embryo das Erbe der freien Liebe haben, in Form von Besonderheiten und Krankheiten aller männlichen Geschlechtspartner der Frau. Und dann, bei äußerlich ganz normalen Eltern, kommt es zum Nachwuchs mit einem Überraschungsgruß von einem verrückten Vorgänger. Traum. Aladins Wunderlampe. Повелеваем. Про сон сказать, что это не сон, а сон это про не сон. Wenn der Mensch schnell ermüdet, bedeutet das, dass sein Körper viele toxische Stoffe angesammelt hat und er braucht Erholung, den Schlaf. Während des Schlafes befindet sich die Wesenheit des Menschen außerhalb des energetischen Psi-Schutzes des physischen Körpers. Dabei hat die Wesenheit die Möglichkeit, dank der aktiven Arbeit des physischen Körpers das Potenzial aufzuarbeiten, um eine größere oder kleinere Anzahl von Qualitätsschranken der planetaren Ebenen zu öffnen, um dorthin zu kommen. Abhängig vom evolutionellen Entwicklungsstand und Zustand des physischen Körpers kann ein und dieselbe Wesenheit
während des Schlafes zu verschiedenen planetaren Ebenen reisen, zur Äther-, Astral- und Mentalebene. Wenn aus irgendeinem Grund die Wesenheit auf der niederen Astral- oder Ätherebene ankommt, kann sie Nahrung für die dort lebenden astralen Tiere werden. Die Wesenheit, die während des Schlafes zur niederen Astralebene kommt, kann sich nur durch energetischen Schutz schützen. So geschützt können die astralen Tiere nicht angreifen. Wenn die Wesenheit es nicht kann, es ihr nicht gelingt, dann muss sie schnell in ihren physischen Körper zurückkehren, der starken Schutz bietet. Wenn die Wesenheit schnell in ihren physischen Körper zurückgekehrt ist, erinnert sich der Mensch daran, wie er in bodenlosen Abgrund gefallen ist, und er wacht oft im kalten Schweiß gebadet auf. So eine flotte Rückkehr in den physischen Körper stellt eine Schutzreaktion dar, die die Wesenheit vor dem Sterben bewahrt. Wenn die Wesenheit es aber nicht schafft, in ihren physischen Körper zurückzukommen, fällt sie den astralen Tieren zur Beute. In so einem Fall tritt der sogenannte Tod im Schlaf ein. Es ist falsch, wenn man denkt, dass dies ein leichter Tod sei. So eine Situation führt oft sogar zum Tod der Wesenheit. Часто такая ситуация приводит и к гибели сущности. Der menschliche Organismus, sein Gehirn, hat zwei Funktionszustände. Erstens der Wachzustand, in dem der physische Körper und die Körper der Wesenheit sich in engen, aktiven, zusammenwirkenden Zuständen befinden. Dabei verändert sich das Biopotenzial des Gehirns sehr schnell und die Veränderungen haben oft eine große Amplitude. Zweitens der Schlafzustand, in dem sich die Wesenheit außerhalb der geschützten Grenzen des physischen Körpers befindet. Verursacht, dass die Arbeitsaktivität der Neuronen schnell sinkt, was zu langsamen Veränderungen des Biopotenzials des Gehirns führt. Beim Einschlafen benötigt der Mensch eine gewisse Zeit, um sich von einem Zustand in den nächsten zu begeben. Es passiert nicht plötzlich. Alle Systeme des Organismus benötigen einen Zwischenraum, um die Reise fortzusetzen. Deshalb bleibt das Gehirn eine Weile im Aktivzustand, wie vor dem Schlaf. Danach folgt die Phase des sogenannten schnellen Schlafs, die Phase des Einschlafens. Danach richtet das Gehirn den Arbeitsprozess so ein, dass die Wesenheit anfängt, den Schutz des physischen Körpers zu verlassen. Die Geschwindigkeit des Biopotenzials des Gehirns sinkt dabei selbstverständlich. Es folgt die zweite Schlafphase. Während die Wesenheit den Körper verlässt, sinkt die Aktivität der Gehirnneurone mehr und mehr. Dies ist die dritte Schlafphase. Wenn die Seele ganz aus dem Körper ausgestiegen ist, fällt die Arbeitsaktivität der Gehirnneurone bis auf ein Minimum. Das ist die vierte Schlafphase. Bei der Wiederkehr der Seele in den Körper steigt die Aktivität des Gehirns wieder schnell an. Das ist die Phase des Wachzustandes. Danach ist der Körper genauso wie vorher, bevor die Wesenheit den Körper verließ. Nur die Reihenfolge hat sich umgekehrt. In diesem Moment kommt die Wesenheit zurück in den Körper und der Mensch kehrt zum Wachzustand zurück. Die Träger der Alpha-Gene. Leider haben die Dunkelmächte, die schon sehr lange auf unserem Planeten anwesend sind, für die Wesenheiten, die eine hohe Entwicklung erreicht haben, einige Blockierungsmöglichkeiten erfunden. Zuerst den Träger der Alpha-Genetik oder wie es im Alten Testament geschrieben steht, den starken Menschen aller Völker. Wurde die Idee der Ehelosigkeit und das Dienen eines fremden Gottes in fremden Orten aufgedrängt. Dabei hatten die meisten von ihnen keine eigenen Kinder und ihre hohen Wesenheiten wurden dadurch gefangen oder verdammt, ewig an ihren Körper gebunden zu bleiben. Verstorbene Ritter wurden in Steingruften beigesetzt. Ihre Körper zersetzten sich nicht und die Seelen konnten sich nicht vom verstorbenen Körper befreien, um zu ihren bestimmten planetaren Ebenen zu reisen, sodass sie sich später wieder neu inkarnieren könnten. Sie wurden zu ewigen Gefangenen dieser Steingräber. Folglich fielen sehr viele, tausende Wesenheiten, die eine hohe evolutionäre Entwicklungsebene erreicht hatten, aus dem Inkarnationskreislauf heraus. Anstelle dieser Wesenheiten kamen Wesenheiten von wesentlich niedrigerer Entwicklung in die Alpha-Genetik. Dies führte dazu, dass die Alpha-Gene bei vielen Völkern und Stämmen schnell ausgestorben sind. Hinzu kam noch die Tatsache, dass vielen genetisch wertvollen Menschen das Herz herausgeschnitten wurde und diese wurden vom Körper getrennt, aufbewahrt oder vergraben. In Wien fand die Beerdigung von Otto von Habsburg statt, dem ältesten Sohn des letzten regierenden Kaisers von Österreich und Königs von Ungarn. Er verstarb am 4. Juli 2011
12 in seinem Haus im bayerischen Pöcking bei Starnberg im Alter von 98 Jahren. Der Nachfolger einer der mächtigsten Dynastien Europas. Die ewige Ruhe fand er in der Kapuzinergruft in Wien. Sein Herz wurde getrennt von seinem Körper im ungarischen Kloster Pannonhalma beigesetzt. Сердце последнего наследника империи навсегда останется в Венгрии. Сегодня оно будет похоронено отдельно в монастыре Паннонхольма под Будапештом. Сердце Отто фон Габсбурга будет похоронено отдельно в монастыре Паннонхольма под Будапештом. Die Familientradition der Familie Otto von Habsburg besagt, dass das Herz herausgeschnitten und getrennt vom Körper beigesetzt wird. Dies ist ein Ritual der schwarzen Magie. Dank solcher Rituale bekamen viele Nachfolger solcher Familien nicht nur allgemeine gesundheitliche Schwächen, sondern auch des betroffenen Organs, das bei dem Vorgänger entfernt wurde. Dem Publikum wird dies als heiliges Ritual der Kirche verkauft, als Zeichen der letzten Ehre und Wertschätzung des Verstorbenen, der zu seiner Lebzeit höchste Erfolge erreicht hat. Die Folge dieser Heiligtuerei ist, dass alle Träger dieser Gene schwache Herzen haben. Eine erhöhte Empfindlichkeit genau dieser Organe, die bei fernen Vorfahren entfernt wurden. Außerdem stellt die Beisetzung in eine Gruft eine schreckliche Falle dar, in die die Wesenheit von Otto von Habsburg kam, nicht nur seine. In solchen Grüften zerfallen die Körper sehr, sehr langsam und die Wesenheit oder die Seele des Verstorbenen kann sich nicht wieder neu inkarnieren. In Kiew, in Petscharskaja Lavra, sind in einem Höhlensystem die Überreste ehemaliger Mönche erhalten geblieben. Diese wurden später heilig gesprochen, weil diese Knochen und Schädel früher eine Flüssigkeit abgegeben haben, die die Mönche für ein Heilmittel gehalten haben. Die chemische Zusammensetzung des Grundwassers hat für die natürliche Mumifizierung des physischen Körpers gesorgt. Die Energieströme, die diese Kloster durchströmen, haben Umstände erschaffen, wobei die Zellen in der Knochensubstanz lebendig geblieben sind und ein Sekret abgegeben haben. In so einer Situation bleiben die Wesenheiten an den physischen Körpern gebunden und können nicht zu anderen planetaren Ebenen aufsteigen. Solange organische Verbindungen erhalten bleiben, bleibt auch die Wesenheit an der toten physischen Hülle gebunden. Nur wenn die letzten organischen Verbindungen des toten physischen Körpers zerfallen sind, ist die Wesenheit für weitere Evolution befreit. Kosmischer Zyklus der Evolution. Erst wenn Äther, Astral- und Mentalkörper die Verbindungen zum physischen Körper abbrechen, folgt der Tod. Im Moment des natürlichen Todes oder Tod durch Gewalt hört die Bewegung der lebendigen Substanzen im physischen Körper auf zu arbeiten. Die Gehirnneurone bekommen nicht mehr die notwendige Menge an Sauerstoff und anderen Stoffen, sie fangen an, sich zu verlangsamen. Die Gehirnaktivität und das Biopotenzial beginnen schnell zu fallen. Alle Prozesse im menschlichen Körper kommen zum Stehen und in den ersten 2 bis maximal 3 Minuten nach dem Tod fängt das Schutz-Psi-Feld des physischen Körpers an, sich abzuschwächen und sich aufzulösen. Während dieses Zerfalls wird das ganze Potenzial, das gesammelt wurde, freigesetzt und es entsteht ein Energieschub, der für eine Weile die Qualitätsschranken zwischen den planetaren Ebenen, materiellen Sphären öffnet. Es entsteht ein Tunnel oder Energiekanal, in dem die Wesenheit oder Seele des Menschen damit beginnt aufzusteigen, bis zur Ebene, die ihrer evolutionellen Entwicklung entspricht.
Viele Menschen, die den klinischen Tod erlebt haben, haben auch einen hellen Tunnel gesehen, der angefangen hat, sie anzuziehen. Und dann, dank der einen oder anderen Ursache, sind sie zurück ins Leben gekehrt. Im Moment des klinischen Todes fängt die Seele an, aus dem Körper auszusteigen. Dabei sieht und hört die Wesenheit des Menschen alles, was passiert. Im ersten Moment versteht der Mensch nicht, oder genauer gesagt seine Seele, warum die Menschen um sie herum sie nicht sehen und hören können, obwohl sie selbst sie sieht und hört. Wenn die Ärzte es schaffen, zumindest minimal die Arbeit des physischen Körpers wieder zu aktivieren, dann aktiviert sich auch das Gehirn und die energetische Hülle wird wiederhergestellt. Die Wesenheit fängt an, zurück in den Körper zu gleiten, wie beim Erwachen nach dem Schlaf. Und so kehrt der Mensch ins Leben zurück. Die Amplitude des Energieschubs hängt von der geistigen und moralischen Entwicklung eines Menschen ab, die er bis zu seinem Tod erreicht hat. Je höher die Entwicklungsebene, welche der Mensch zu Lebzeiten erreicht hat, umso höher wird die planetare Ebene sein, zu der er aufsteigt. Wenn der Mensch sich so entwickelt hat, dass er Äther, Astral und alle vier Mentalkörper aufgearbeitet hat, dann kann seine Wesenheit durch alle planetaren Schranken kommen und die Grenzen dieses Planeten verlassen. Sogar die Grenzen dieses Sonnensystems. Dies passiert leider sehr selten. Der Abschluss des irdischen planetaren Zykluses bedeutet nur den Anfang der Evolution im Kosmos. Erst nach diesem Abschluss hier fängt der kosmische Zyklus der evolutionellen Entwicklung des Menschen an. In der Philosophie der indischen Yogis gibt es den Begriff evolutionelle Entwicklung der höchsten Stufe. Dann, wenn die Wesenheit das Nirvana erreicht hat, dann verschmilzt sie mit dem Absoluten. Danach, meinen die Yogis, verschmilzt die Wesenheit mit dem Kosmos, mit Gott, mit dem Absoluten. Dies ist aber nur der Zustand, in dem alle Qualitätsschranken des Planeten Erde verschwinden. Dies bedeutet nicht das Ende der evolutionellen Entwicklung, sondern nur den Abschluss des planetaren Nullzykluses der Entwicklung und bedeutet den Anfang des kosmischen Zykluses.